Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 12. Dezember 2021. Für den Film Opa-Man gegen Robo-Baby-Schlacht fand kürzlich eine Pressekonferenz statt. Der Ort des Geschehens war das Lasagne-Kino. Dieser Film ist die Fortsetzung des beliebten Streifens Opa-Man aus dem letzten Jahr. In diesem Actionfilm tritt Opa-Man auf Seiten der Gerechtigkeit gegen das Fiese und die Robo-Baby-Schlacht an. Regisseur und Hauptdarsteller des Films, Opa, sagte über die 20 Millionen teure Produktion: Der Film ist ein Meisterwerk. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das geht mich nichts an. Ich glaube nicht, dass diese Information wichtig genug für die Nachrichten ist. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kidsboy. Der 12. Dezember war das Sendedatum dieser Mini-Nachrichten.